Willkommen bei Kirche zu Hause. Ich liebe Blumen, zum Beispiel Pfingstrosen. Diese Pfingstrose hier ist gerade erst aufgeblüht. Gestern war es noch eine Knospe. Dick und prall gefüllt, kurz vor dem Aufspringen, voller Leben. Und heute, durch den Regen, durch die Sonne, ist sie zu dieser wunderbaren Blüte geworden. Ich liebe ihren Duft, ich liebe die intensiv rote Farbe. Wenn die Pfingstrosen blühen, dann weiß ich, jetzt ist bald Sommer. Pfingstrosen sind wie ein Bild für Pfingsten. Alles lebt auf, alles blüht auf. Gottes Geist wirkt in dieser Welt. Wir dringen heute tiefer vor in dieses Thema Pfingsten. Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist. Wir singen miteinander das Lied Der Geist des Herrn durchweht das All in unserem Gesangbuch, die Nummer 554. Wir singen alle vier Strophen. Sei mit euch allen. Amen. Lasst uns unseren Gott loben und gemeinsam Psalm 118 sprechen. Im Gesangbuch die Nummer 747, wir sprechen ganze Verse im Wechsel. Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist
ist meine Macht und mein Psalm, gut ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei der Herr, kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Geist Gottes, leiser, zärtlicher Atem und starker, kräftiger Sturmwind, komm und belebe uns neu. Geist Gottes, fege hinein in unser Leben und unsere Kirche. Fege hinweg, was darin falsch und verlogen ist. Geist Gottes, kehre in uns ein, damit wir einsehen, wo wir umkehren und neu anfangen müssen. Geist Gottes, erleuchte uns, damit wir klar sehen, wo unser Licht und unser Dunkel ist. Geist Gottes, entzünde uns neu, damit das Feuer wieder in uns brennen kann. Geist Gottes, schärfe unsere Sinne, damit wir erkennen, was zu tun und zu lassen ist. Geist Gottes, beflügle uns, damit wir es wagen zu träumen und dir zu folgen. Amen. Als Schriftlesung hören wir einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Ich lese aus Kapitel 2 die Verse 12 bis 16. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? So lesen wir im Propheten Jesaja. Wir aber haben Christi Sinn. Liebe Pfingstgemeinde, meine Güte, was da los war damals in Jerusalem. Wind, Feuer, Lobpreis in allen denkbaren Sprachen, pure Begeisterung und Freude, mitreißende Predigten. So stellen wir uns Pfingsten vor. Dahingegen wirkt der Brief von Paulus an die Korinther doch recht nüchtern und wenig begeisternd. Umso besser, wenn wir uns dem stellen und uns hinein vertiefen. Und siehe da,
Auch da gibt es einiges zu entdecken. Wollen wir? Paulus sagt, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir sind Beschenkte, beschenkt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, können wir nachverfolgen, welche Bewegung da im Gange war. Wie die Predigt der Apostel Menschen veränderte und zu neuen Aufbrüchen führte. Gespannt können wir nachlesen, wie die Urgemeinde in Jerusalem entstand, wie 3000 Menschen auf einmal getauft wurden, wie die Apostel ausschwärmten in immer weiter entfernte Städte und Länder, wie Menschen sich bekehrten und wie sich das Wirken des Heiligen Geistes in eben diesen Menschen manifestierte. Die Gaben des Geistes, sie waren selbstverständlich in den ersten Gemeinden. Prophetie und Heilung, Sprachengebet und Erkenntnis, sie waren selbstverständlich in der ersten Zeit der Christenheit. Man hatte keine Angst davor und fand das alles auch nicht suspekt. Paulus sagte sogar, strebt nach diesen Gaben. Und wandelt im Heiligen Geist. Lasst euer Leben prägen durch den Geist Gottes. Lasst euch verändern. Werdet immer mehr zu neuen Menschen geboren aus dem Heiligen Geist. Dass man sprichwörtlich an eurem Lebenswandel erkennen kann, wes Geistes Kinder ihr seid. Freut euch an den Früchten des Geistes, an Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Fast möchte man damals gelebt haben. Wir sind heute so weit weg von alledem, so aufgeklärt. In unseren Kirchen ist so wenig spürbar von der Kraft des Heiligen Geistes, obwohl ohne ihn doch keine Predigt möglich ist und auch kein Hören und kein Verstehen. Er ist doch der göttliche Übersetzer. Er ist es doch, der uns zu Christus führt und ohne den wir nicht an Jesus Christus als unseren Herrn glauben können. Nicht aus eigener Vernunft noch Kraft? Warum haben wir den Heiligen Geist aus unseren Kirchen verbannt? Viele Menschen wissen heute nicht einmal mehr, warum wir Pfingsten feiern und was die Bedeutung dieses Feiertages ist. Der Anfang des Glaubens, das Neue, die Unmittelbarkeit, das Lebendige, eigentlich müssten wir uns wieder danach sehnen. Und wenn wir ehrlich sind, tun wir es auch. Vielleicht kann uns gerade unser etwas spröder Predigtext dabei weiterhelfen. Oder anders gesagt, gefragt, was will uns Paulus heute erklären? Wenn wir uns einlesen, dann entdecken wir drei Gegensatzpaare in unserem Bibeltext. Geist der Welt und Geist aus Gott. Worte menschlicher Weisheit und Worte, die der Geist lehrt. Der natürliche Mensch, der geistliche Mensch. Kurz zusammengefasst, es gibt zwei Arten zu leben. Mit Gott oder ohne Gott oder umgekehrt. Das wollen wir uns genauer anschauen. Der Geist der Welt. Wir müssen ihn nicht empfangen, wir tragen ihn in uns. Von Geburt an, von Natur aus. Dass Gott existiert, können wir mit dem Geist der Welt höchstens ahnen, keinesfalls aber erkennen. Wer Gott ist, sowieso nicht. Und auch nicht, wer er für uns ist.
Der Geist der Welt ist kein böser Geist, beileibe nicht. Im Gegenteil, er lehrt uns, dass wir gut sein sollen. Dass wir uns bemühen sollen, gut zu sein, gut zu handeln. Aber durch ihn entsteht keine Gotteserkenntnis und auch kein Glaube. Kein Vertrauen in einen Schöpfergott, der wollte, dass es mich gibt und der mich liebt. Der natürliche Mensch sieht nicht, dass er sein Leben Gott verdankt. Er ist blind für Gottes Gaben, für seinen Segen. Und deshalb verweigert er Gott auch den Dank, der ihm gebührt. Er sieht es einfach nicht. Ich habe schon so oft erlebt, wie Menschen heil geworden sind und gesund, wenn ich mit ihnen gebetet habe. Sie haben sich gefreut, über die Maßen. Aber sie sind nie mal im Gottesdienst aufgetaucht oder haben Gott gedankt und ihm die Ehre gegeben. Wie schade! Denn damit würden sie einen begonnenen Weg fortsetzen und Gott mehr Raum in ihrem Leben geben. Ich erinnere an den blinden Bettler Bartimäus. Von ihm heißt es am Ende, dass er alles stehen und liegen lässt und Jesus nachfolgt. Der natürliche Mensch hat keine Wahrnehmung für Gottes Güte und Barmherzigkeit. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Egoismus, übertriebenes Sich-Sorgen, riesengroße Lebensangst, totaler Selbstbezug. Martin Luther hat eine Bezeichnung dafür gefunden, Incorvatus in se ipsum. Der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Das führt zwangsläufig zu einer Unzufriedenheit und zum Zweifel. Und was ist mit dem Geist aus Gott? Wer den Geist aus Gott in sich trägt, erkennt sich als Beschenkten. Der weiß, dass sein Leben, seine Existenz, seine Gaben und alles Gott verdankt. Er weiß es, er glaubt es, er lebt es. Er weiß zutiefst, dass Gott ihn liebt. Er kennt das Herz Gottes, das liebende und schenkende Herz eines Vaters. Der Geist Gottes ist der Geist der Freiheit. Paulus sagt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das ist doch ein ganz anderes Leben. Ein Leben in Freiheit von mir selbst und meinen Zwängen. Ein Leben mit der Freiheit, für Gott zu leben, ihn zu lieben und zu ehren und ihm zu dienen. Wenn wir das hören, merken wir sind nicht ganz frei. Auch als gläubige Christen leben wir noch in dieser Welt. Wir machen uns Sorgen, haben Ängste um uns selbst, unsere Eltern, unsere Kinder und Enkelkinder. Der alte Mensch kämpft auch in uns gegen den neuen. Wir sind als Christen keine Übermenschen. Auch wir haben Stärken und Schwächen, starke und schwache Zeiten. Wir ringen darum, dem Wirken des Heiligen Geistes Raum zu geben. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Wir schaffen es nicht allein, aber genau darin dürfen wir das größte Geschenk empfangen, das der Heilige Geist uns gibt, die Erlösung. Durch Jesus Christus. Der Heilige Geist erinnert uns an Jesus, er führt uns zu ihm. Das ist seine vorrangige Aufgabe und sein größtes Geschenk. Als Paulus den ersten Brief an die Korinther schreibt,
hat er schwer zu kämpfen mit dem Hochmut der Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Ein schwerer Rückschlag ist das. So viel Arbeit an und mit den Menschen, so viel Herzblut. Und jetzt servieren sie ihn eiskalt ab. Verlieren den Respekt vor ihm, weil er nicht so auftrumpft wie die neuen Prediger, die immer mal wieder vorbeikommen und ihr Können präsentieren. Paulus reagiert verletzt. Er macht daraus keinen Hehl. Aber er findet auch zurück zum festen Grund seines Glaubens, zu seinem inneren Bezugspunkt, zum Mittelpunkt seines Seins. Er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Da hat der Glaube seinen Ursprung. In Jesus, dem Gekreuzigten. Er nimmt mir die Last meines Lebens und stellt mich in die Freiheit der Kinder Gottes. Aus der Tiefe heraus erwächst die Freude, die Begeisterung, die die Jünger damals erfasste und sie dazu brachte, in alle Welt zu gehen. Wir müssen nicht perfekt sein, aber bereit, uns von Jesus helfen zu lassen, unsere Schuld bei ihm abzugeben, unsere Wunden von ihm heilen zu lassen und uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und genau da kommt es dann auch, das Feuer, der Heilige Geist. Genau da entsteht der tiefe Glaube, der durch das Leben trägt. Genau da entsteht neues Leben, Leben im Geist. Der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Das ist sein größtes Geschenk. Spannend, was Paulus da sagt. Es ist nicht laut und aufgedreht, aber nicht weniger kraftvoll. Die Begeisterung kommt von ganz tief innen. Jesus und ich. Amen. Atme in uns, Heiliger Geist. Aus den neuen Liedern singen wir das Lied Nummer 105, alle drei Strophen.
uns nun miteinander beten und fürbittend füreinander eintreten. Heiliger Geist, du stimmst neue Lieder in den Herzen an. Du berührst die wunden Seelen, du öffnest verschlossene Türen. Komm, atme in uns und verwandle die Welt. Heiliger Geist, komm! Die Menschen sehnen sich nach Frieden in der Ukraine, im Sudan, in Syrien. Heiliger Geist, komm und bringe Frieden. Die Menschen sehnen sich nach Hilfe in den überfluteten Regionen, in den Dürregebieten, in zerstörten Städten und Lagern. Heiliger Geist, komm und bringe Hilfe. Die Menschen sehnen sich nach Heil an den Orten der Verzweiflung und Angst, auf Krankenstationen, an Sterbebetten. Heiliger Geist, komm und bringe Heil. Die Menschen sehnen sich nach der Wahrheit in der Politik, in den Medien, in der Kirche. Heiliger Geist, komm und bringe Wahrheit. Heiliger Geist, komm und bringe Liebe und Glauben. Die Menschen sehnen sich nach Glück für ihre Kinder, für ihre Liebsten, für sich selbst. Du trittst für uns ein. Mit dir werden die Mächtigen weise und die Reichen barmherzig. Mit dir wird deine Gemeinde mutig und die Kirche eins. Mit dir werden wir neu. Heiliger Geist, atme in uns und verwandle die Welt heute und morgen und alle Tage. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch einmal miteinander singen. 555 in unserem evangelischen Gesangbuch. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit. Wir singen alle drei Strophen. Liebe,
uns eine schöpferische Pause. Wir sehen uns wieder nach den Ferien. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne, kreative und erholsame Zeit. Und wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen. Seid gesegnet. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.